Ciao zusammen, heute geht es zu Teil 2 von unserem Motorzusammenbau, bei unserem Dörfli-Projekt. Und ja, lassen wir los. Hier haben wir unseren Motorblock, den wir letztes Mal zusammengebaut haben. Heute geht es darum, die Kupplung einzubauen, alles ausdistanzieren, abdichten, kontrollieren und ja. Wir haben hier Occasion-Kupplungskorb, den werden wir jetzt bei diesem Motor verwenden, weil das Getriebe und der Korb schon zusammen gelaufen sind. Darum macht es keinen Sinn, weil das beides noch gut ist, etwas Neues zu verbauen. Die anderen Teile, die wir hier auf dem Tisch haben, finden eigentlich alle bei uns im Shop. Sie haben unter einem Beitrag verlinkt. Unter anderem Passscheiben, Placoa-Kupplung mit den blauen Federn. Wir haben hier die Mutter mit dem Federring drunter. Druckplatte, Spannring. Wir haben eine Dichtung. Wir haben jetzt hier in diesem Fall 10 mm Dichtung. Ich habe die lieber, andere wollen nur lieber die dünne. Wir haben hier Schlitzschrauben, um den Kupplungsdeckel zu befestigen. Der Kupplungsdeckel ist jetzt in diesem Fall auch noch Occasion. Und dann haben wir noch die Mutter und die Ölablassschrauben. Für das Ganze brauchen wir Schlitzschraubenzieher, Kreuzschraubenzieher, Sägeringzange, ein Blattleer zum Einstellen. Und ja, lassen wir los. Wir haben hier den Kupplungskorb. Die Büchse ist hier schon drin. Die Typen beim Kupplungskorb ein bisschen beachten, den Zustand, dass er oben nicht sehr ausgeschlagen ist. Sonst kann es sein, dass die Druckplatte bleibt hängen. Dort schauen, wie er innen eingelaufen ist. Das ist sicher wichtig. Wir verwenden jetzt eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, Originalen, weil es mit dem Getriebe zusammenpasst. Ist auch immer gut, wenn ihr das könnt. Wir brauchen dafür jetzt unsere Passscheiben. Jetzt auf der Hinterseite. Haben wir immer einen 17er. Gehen die mal drauf. Nehmen unseren Korb, die Büchse ist schon drauf. So, nehmen vorne mal eine. Die mal drauf. Nehmen den Sägering. Montieren den mal. So, jetzt, wie ihr ja seht, jetzt hat das viel zu viel Spiel noch. Wir sagen etwa zwei Zehntel, ist sicher nicht schlecht. Jetzt haben wir hier viel zu viel. Also das heisst, wir nehmen das Ganze wieder von Anger und nehmen nochmal andere Passscheiben. Das war ein relativ viel Spiel. Ihr könnt auch mal zwei montieren. So. Man könnte etwas passen. Montieren das Ganze wieder. Wunderbar. Jetzt sieht das schon gar nicht schlecht aus. Jetzt habt ihr die Möglichkeit mit einer Plattler das zu messen. Ich habe jetzt hier gerade ein 10er, ein 20er Plättchen und ein 30er Plättchen vorgenommen. 30 wäre jetzt gut, dass es nicht runtergeht. Klemmt, ist alles ein bisschen weniger. Mit 20, das ist wirklich nicht schlecht. Das passt nicht schlecht. Wunderbar. Wenn ihr jetzt zu wenig oder zu viel habt, dann könnt ihr anhand von dem, was ihr gemessen habt, könnt ihr Passscheiben anpassen, an andere verwenden, bis ihr euer Spiel wirklich perfekt drin habt. Wir haben hier unsere Aqua-Kupplung mit den blauen Federn. Wichtig, tut die Kupplung immer, wenn ihr sie neu habt, sicher 2 bis 3 Stunden im Öl einlegen, dass sich die Beläge richtig aufsaugen können, dass sie auch wirklich verheilen. Was der Kupplung noch zu sagen ist,
Das ist eine versteckte Kupplung, ihr seht es hier, es ist eine Verstechungsplatte drauf, dass es nach Kupplungsarmen nicht quer drin nimmt und dann eigentlich ein schlechtes Ablaufbild hat auf den Kupplungsbeleg. Kupplungsbeläge hier sind auch speziell, sind lange Kupplungsbeläge, so wie das Supermaxi später hatte. Und original sind jetzt hier noch Dings verbaut, originale Federn, die hier habt ihr immer im Päckchen dazu und die werden wir jetzt heute verbauen. Dazu brauchen wir einen Schraubenzieher. Drehe die schön raus. So. Ein bisschen bewegen, dann fallen die Federn raus. Nehmt die verstärkte Federn. Manchmal kann es sein, dass sie nicht gerade schön reinrutscht. Dann ist es doch ein bisschen bewegen. Und sonst könnt ihr auch mit dem Schraubenzieher so ein bisschen reinwiegeln. Und dann kommt das gut. Das müsst ihr bei allen drei Backen machen. So. Ich mache immer so eine Grundeinstellung, dass sie mal schön oben bündig ist bei den verstechten Federn. Originalfedern könnt ihr vielleicht auch im Umgang zwei weiter rein. Und so könnt ihr das bei allen drei Backen machen. Das ist jetzt schön rein. So, jetzt haben wir die Grund eingestellt. Ihr könnt das nachher abwägen mit eurem Setup, das ihr habt. Je nachdem, was ihr für einen Auspuff etc. dass der Fahrer braucht, ihr halt ein bisschen mehr Dreizahl zum Anfahren oder ein bisschen weniger. Und das könnt ihr nachher anhand mit diesen Schrauben einstellen. Ihr könnt gut noch Umgang 2 reingehen, wenn es zu wenig ist, wenn ihr zu wenig Dreizahl generieren könnt. Und ja, mal. Also, jetzt werden wir die Kupplung verbauen. Die Kurbelwellen haben meistens hier noch eine Nut. Hat die Kupplung nicht, braucht ihr eigentlich auch nicht, weil der Konus hat genug. So. Wichtig, tut immer die Federscheibe drunter, dass sich die Mutter nicht lösen kann. Mutter sauber anhängen. So. Jetzt, es gäbe ein Haltewerkzeug. Nur hier beim Silas Werkstatt gibt es das leider nicht. Darum, heute schön wegschauen, wer es nicht auch gesehen. Wir nehmen jetzt heute den Schlagschrauber, die anziehen. Aber normal nehmt das Haltewerkzeug, 17er Schlüssel und tut es so anziehen. Das ist einfach ein bisschen auf eigenes Risiko, nehmt wirklich das Haltewerkzeug. So, reicht das eigentlich schon? Habt ihr die sauber angezogen? Jetzt machen wir gleich weiter. Wir haben hier Druckplatten. So. Wichtig, wenn der Motor gelaufen ist, alles drum und dran, sammelt sich hier unten in dieser Nut immer viel Dreck an. Die wird ihr sicher vorher rausputzen. Das ist jetzt halt alles putzt und neu. Und dann könnt ihr den Ring montieren. So, könnt ihr nochmal richtig schauen, ob er richtig drinnen ist. Ich schaue immer, dass ich die Öffnungen nicht irgendwo auf der Öffnung vom Korb habe. Und dann machen wir hier mit der Dichtung weiter. Dann habt ihr wirklich richtig schön saubere Dichtfläche, wie jetzt hier am neuen Motorengehäuse. Dann reicht es eigentlich völlig, wenn ihr die Dichtung ein mit Öl einstreicht. Warum dass ich das mache? Ich tue nicht gerne die Dichtungen wegputzen, wenn sie so richtig anpacken sind. Und das ist recht mühsam. Darum habt ihr sie einhalten, dann könnt ihr sie das nächste Mal wieder drauf nehmen und könnt sie zum Teil sogar wieder verwenden. Dann ist noch der Deckel. Dann beachten, sauber die Dichtfläche hat, die Kupplungshebel richtig eingestellt ist. Dazu machen wir dann noch ein separates Video, wie man den einstellt, alles drum und dran. Also. Jetzt, im Gegensatz zum Haltewerkzeug, gibt es beim Sili in der Werkstatt Montagebölzeli, was eine ganz coole Sache ist. Die könnt ihr im Gehäuse montieren. So, das reicht eigentlich schon. Könnt ihr die Dichtung nach so nehmen. Könnt ihr drüber tun. Könnt ihr den Kupplungsdeckel
Kupplung aufspannen. Ihr könnt eben schön über die Montagebolzen drüber reingehen. Und das erleichtert nach euch einfach die ganze Montage. So. Dann gehen wir weiter. Hier haben wir vier Schrauben. Kreuzschrauben, wie original. Ihr könnt auch noch etwas dichter positionieren. Und nochmal vielleicht herziehen. So, jetzt könnt ihr die Montagebolzen wieder rausnehmen. So, ich persönlich fange immer unten an, weil wenn es rausläuft, dann unten. So, dann haben wir den montiert. Jetzt, wichtig, bevor ihr Öl reinlädt, haben wir das letzte Mal noch nicht gemacht, Ölablassschrauben dran tun. Tut euch beachten, tut nicht zart anziehen. Es ist immerhin nur ein Aluminiumgewing. Und ja, übertreibt es einfach nicht, weil es schwierig zum Flicken. So. Jetzt die Öleinfüllschrauben. Silly hat unbedingt schwarz, weil der Rest des Dörfli auch schwarz ist. Wir haben sie aber auch in Chrom oder einfach ganz normal. Wir tun sie nur ab. Ein bisschen vormontieren, mehr nicht, weil wir müssen dann auch Öl einfüllen. Das machen wir dann, wenn der Motor drunter ist, alles. So. Also, das wäre es jetzt eigentlich schon gewesen für heute mit diesem Video. Eben, beachtet das Spiel vom Korb. Schaut, dass der Kupplung 2-3 Stunden einlegt, bevor es einbaut, wenn es neu ist. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Und das nächste Mal geht es weiter mit dem Zylinder oder mit der Zündung. Ich wünsche euch noch ein schönes Tag. Tschüss zusammen.